Servus zusammen. Sorry, wenn ich ein bisschen spät bin, aber ich hatte gerade eben das Webinar mit dem Falk Elsner von den Trading Brothers und das hat 2 Stunden gedauert. Meine Stimme ist schon wieder ganz weg. Deswegen, jetzt haben wir 20.06 Uhr, wenn ich diesen Film mache. Und das Thumbnail, was ich gewählt habe, ist grober Schnitzer, Fragezeichen. Ich gehe mal direkt hier in den DAX da näher ran, dass ihr es besser seht. Wir sind nach wie vor in der blauen Zone. Und er hat es erneut geschafft, ihren 52 Wochen hochzumachen. Ja, immer mal so einen halben Punkt drüber und hier sogar, ich glaube, 5 Punkte drüber. Heute sind wir auch nochmal rangelaufen, aber der kommt nicht über das obere Band weg. Was mir hier besonders missfällt, ist, wir waren außerhalb des Bandes und haben tiefer drin geschlossen. Dann heute wieder deutlicher tiefer aufgemacht, dann haben wir uns aber dann alles zurückgeholt. Also der macht nach wie vor noch Hoffnung, aber der muss sich bald beeilen, denn bei mir wird das hier komplett neutral, das MACD, und wenn er das morgen nicht schafft, hier drüber zu gehen, sondern schließt hier irgendwo innerhalb von dieser weißen Kerze, sagen wir mal bei 15.550 oder sowas, kriege ich hier ein Verkaufssignal. Das heißt, der verbraucht sich hier, der muss Gas geben. Und das hier ist echt ein grober Schnitzer, weil er hätte, ich mache es nochmal größer, der hätte oben bleiben müssen. Dann wäre alles bereinigt gewesen. Es gibt ein paar Werte, die so aussehen. Allianz auch. Allianz über 223. Heißt 237. Es gibt eine ganze Reihe von diesen Werten. Aber man hat halt nicht immer das Glück. Auf einmal, also die Adidas brachten heute Zahlen. Die Zahlen waren, naja, okay. Haben gesagt, sie zahlen die Dividende. Auch okay. Wert geht tief und da geht er innerhalb von einer Stunde, geht er von 140 auf 100, ich glaube 49,5. Das ist Zufall, wenn man da dabei ist. Es stehen ganz, ganz viele Zahlen bei uns bevor ich gleich hier weitergehe mit dem DAX. Wir haben am, jetzt muss ich gerade mal schauen, wo habe ich das hier? Am Freitag, die Amis stellen am Wochenende oben, ne? Die Zeit um. Freitags haben wir die NFA, am Dienstag 13.30 Uhr, CPI. Und da gucken die drauf. Und ich fand das, was der Paul da gestern gesagt hat, eher naja, kontraproduktiv für die Börsenkurse. Ja, so nach dem Motto, wir müssen die Zinsen weiter erhöhen, aber wir schauen uns das alles an. Wir haben am 15. die EZB, den EZB-Zinsentscheid und am 22. den FED-Zinsentscheid. Und das bleibt so, wie in der Zeit, in der ich in Thailand war. Das ist Ping-Pong-Spiel zwischen Zinshoffnung, Zinsangst, Hoffnung, Angst, Hoffnung, Angst. Momentan ist wieder ein bisschen Angst. Wir sind jetzt hier, wo ich den Film mache, schon wieder deutlicher unterm Tagestief, unterm Tageshoch und 15.615. Also, wissend, dass da einige Zahlen auf uns zukommen, habe ich hier meine Position sehr klein gemacht. Ich habe noch BASF, ich habe noch Pfizer, ich habe noch TripAdvisor und ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Aber gut, gucken wir mal hier. Also vom Tag her ist die Conditio sine qua non, der muss hier drüber gehen. Der verbraucht sich sonst hier oben und ich sehe keine Anschlusskäufe. Das ist für mich ein Problem. Im 4-Stunden- oder der 4-Stunden-Chart hilft mir überhaupt nicht weiter. Da sind wir zwischen dem 20er gleitenden Durchschnitt und auch eben dieser blauen Linie. Von den Bändern her kriege ich keinerlei irgendwelche Informationen, die mir helfen könnte. Wir sind völlig neutral um die 58 rum im Oszillator und wir handeln an der Nulllinie im MACD. Auch hier die traditionelle Sichtweise, die laufen zusammen. Null Hilfe, gar nichts. Also kann ich überhaupt nichts von ablesen. Gucken wir mal hier auf die Stunde. Die Stunde. Und die Stunde, ich mache euch jetzt schon mal die Scheine hier rein, dass ihr die auch schon sehen könnt. Von der Stunde her werde ich, das muss ich auch hier negativ über die Stochastik, weil wir einfach dieses Hoch nicht haben bestätigen können. Hier laufen die Bänder ziemlich eng zusammen, 15.500 zu 15.670. Das ist nicht viel, das sind 170 Punkte. Also für Daytrader mag das ein anständiger Markt sein hier. Da kann man mal irgendwie 50 oder 100 oder 120 Punkte mitnehmen. Für Endanleger ist das eigentlich ein Gräuel. Ja, weil die werden wieder erst richtig aktiv, wenn wir hier drüber gehen. Also ich, wie gesagt, habe eine kleine Position. Ich bin lieber Seitenlinie als tot. Der kann hier beide Richtungen machen. Wenn er hier drüber geht, habe ich so eine 15.950. Wenn er hier drunter geht, unter dem Bereich des 200er gleitenden Durchschnittes hier, das ist 15.452 oder hier dieses Zwischentief, was wir hatten, dann sehe ich auch nochmal die untere blaue Linie bei 15.300.
Also das bleibt spannend, aber wie gesagt, passt auf, da kommen so viele Zahlen. Diese Scheine habe ich wieder nicht geändert, außer dass sich hier die Basis geändert hat. Die Calls gestiegen, die Puts gefallen, selbst die Hebel haben sich so gut wie gar nicht verändert. Hier sind sie ein bisschen höher, ich glaube von 15 auf 17, von 25 auf 28, aber es sind die gleichen Zahlen, die gleichen Scheine. Und ehrlich gesagt kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal über so einen langen Zeitraum immer die gleichen Scheine genommen habe. Ja, ich sehe auch wirklich keinen Grund, die irgendwie zu ändern. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.